Er stöhnt schon nicht schlecht. Och. Was bist du? Ich frage mich nämlich, ob da jetzt mehr bei rumkommt, als wenn ich ganze Scheite reinmache in den Ofen. Weil dann kann ich mir diese Arbeit nämlich ersparen. Die Frage mal an den Chat, kann ich mir das denn ersparen? Oder zählt er nur die, zählt er die ganzen Sch- Ich weiß es tatsächlich nämlich nicht mehr. Und wenn ihr euch fragt, sie wollte doch Landwirtschaft machen, warum macht sie das jetzt nicht? Weil einfach aus dem ganz einfachen Grund, weil es regnet. Ich weiß nicht, ob das da was bringt, dass es regnet. Ich glaube, Kasimir ist übel bei den Geräuschen. Ja, das kann durchaus möglich sein. So, die letzten. Ach ja. Mehr, du hackst Holz und zauberst nicht. Ja, ist ja gut, aber ich frage mich, ob ein ganzer Bolz, ein ganzer Klotz. Weil dann kann ich mir diese Zeit ersparen, hier das Holz zu hacken. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie das zählt. Einen mache ich noch. Und das war's. Nein, den nehme ich weg. So, das kann ich nicht mehr wegnehmen. Den einen tue ich jetzt rein. Ein Klotz, 4 Scheite, ein Baum, 100 Scheite. Ja, hacken muss man. Nein, muss man halt nicht. Das ist ja das. Denn ich kann dir zeigen, dass ich auch den ganzen Holzklotz da rein tun kann. Hier. Und der gibt aber nur 2. So. Damit wäre auch das jetzt bewiesen. Ein Ganze ergibt nur 2. Wir hatten 65, haben jetzt... Also ist es bewiesen, dass wir hier tatsächlich die auch noch zerstückeln müssen. Das ist das. Den Fehler habe ich im ersten Stream falsch gemacht, dass ich da das ganze Holz quasi reingeschmissen habe. So. Das war fertig. Also brauchen wir jetzt nur die Ersatzteile für den Traktor reparieren. Auch diesbezüglich habe ich einiges gelesen, was den Traktor betrifft. Dass der nämlich bombfortunös viel, viel zu schnell... Warum nimmt der das jetzt nicht auf? Mit F nimmt der das nicht, ne? Nee, ist egal. Dass der dann viel, viel zu schnell kaputt geht, das habe ich mehrfach jetzt mittlerweile gelesen. Und ich würde mal sagen, wir haben es ja gelernt im Tutorial, dass wir hier so ein kleines Beet anlegen können. Ich würde das mal statt der Angel, warte, oh, auf die 2 legen. Ach. Wo ist die Angel jetzt hin? Jetzt ist meine Angel weg, wollt ihr mich verarschen? Ja, ist nicht schlimm. Und dann sensen wir hier mal so ein Stück weg. Immer gucken, ob hier auch keine Tiere in der Nähe sind. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, im Regen hier so ein bisschen die Motterarbeit zu machen. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt Heu auch für die Tiere. Also wenn wir dann Pferde, Kühe etc. hätten. Ich weiß nicht, ob wie lange wir das Heu aufheben können. Vor allen Dingen, wo wir es hinräumen sollen. Habe ich noch nicht rausgekriegt. Da habe ich aber noch keine Ahnung gehabt, lieber Andreas, als du mir das gesagt hast.
Wir werden mal mit einem kleinen Stück anfangen. Die Hacke, wo ist denn die Hacke? Haben wir die schon? Wir hatten doch eine Hacke, oder? Haben wir die in die Kiste gelegt? Ich weiß das nicht. I don't know. Doch, wir hatten eine Hacke. Guck mal, die Angel ist in der Kiste im Übrigen gelandet. Das Heu tue ich jetzt auch mal in die Kiste. Vielleicht hilft's ja. Und die Sense behalten wir. So. Dann können wir nämlich die Hacke dorthin. Was habe ich gelesen? Dich muss ich mit rausnehmen. Haben wir hier Asche drin? Jo, haben wir. Komm mal her. So. Entferne die Asche. Jawohl. Die werden wir gleich mal auf den Kompost bringen. Der Traktor geht nicht mehr so schnell kaputt. Wurde schon zweimal überarbeitet. Das klingt doch mal nach einer Maßnahme. So. Da kommt schon hier rein. Dich nehmen wir gleich mit hier. Und dann machen wir hier mal ein paar Hackvorbereitungen. Warte. Ich hier. So. Dann nehmen wir die zwei und dann tun wir mal loshacken. Ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, im Regen funktioniert. War klar, kann ich nicht. Ich kann meine Hacke hier nicht benutzen, aber ich habe den doch gerade gesenzt, oder nicht? Was mache ich verkehrt? Weil der Boden nass ist, kann ich den nicht hacken, richtig? Ach Gott, das ist doch ein Elend. Das ist doch ein Elend. Dann können wir, wie spät haben wir es? 13 Uhr. Solange der Boden noch nass ist, werden wir noch ein bisschen Schrott von oben holen. Und uns vorne schon mal hin tun, damit wir dann bald wieder verkaufen können. Sinnvoll arbeiten. Guck mal, ein Reh. Wir könnten es schießen. Ich hoffe nur, dass hier nicht auch noch mal irgendwie ein Bär ist oder so. So. Das ist unser sicherer Verdienst momentan. Und wir können auch die ganzen anderen Häuser noch looten, die hier so in der Gegend rumstehen. Also weglaufen können wir jetzt schon mal nicht mehr. Zumindest nicht großartig. Da müssen wir uns schon richtig für anstrengen. Wie gut, dass wir nicht mehr so weit von zu Hause sind. Ich weiß. Kannst du nicht wie in jedem normalen Spiel, wenn es regnet, ist man nicht mehr durstig, wie bei Ark zum Beispiel. Ja. Egal. Vielleicht einen Kaffee trinken. Ja, ich glaube, dass das Zeichen unten neben meinen Stats, ach, schon wieder trinken, sagt mir, dass der Boden nass war. Von daher, aber jetzt fängt er an zu trocknen. Jetzt können wir das machen. Wir tun den Strott mal vorne hin, damit wir den mitnehmen können beim nächsten Mal zum Markt. Alles fallen lassen. Zack. So. Dann versuchen wir es jetzt nochmal mit dem Hacken. Jetzt müsste das rein theoretisch ja gehen, ne? Also. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Was läuft hier verkehrt? Sagt mir das einer.
Wir haben doch gelernt, man muss es einfach nur sauber machen und dann kann man das hacken. Die Hilfe hat mir vorhin gesagt, ich muss das hier alles befreien und dann kann ich das hacken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh! Was ist das denn für ein Kram hier? Herrgott! Das ist doch echt nicht in seinem Ernst. Das ist doch nicht sein Ernst. Ah, wir kriegen das hin. Wir mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke oder so ähnlich. Habe ich mir mal sagen lassen. Da geht's ja nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum dieses unbedingt so schräg sein muss. Das ist überhaupt nichts für mein Monk-Auge. So überhaupt nichts. Da kriegt mein Monk-Auge übelst die Zuckungen. So, ich will es jetzt erstmal nur mit so einem kleinen Feld probieren. Oder? Ach komm, schon so ein bisschen. War klar. Kasimir ist anspruchsvoll. Ah ja, vor allen Dingen Kasimir. Ist anspruchsvoll. Na gut, wenn du das sagst, Manu. So, es ist schief. Es ist absolut schief. Die Frage ist jetzt, wir haben April. Wir haben April. So, wir haben Kaffee. Bohnen. Kann man die jetzt einpflanzen? Oder ist das nur Kaffee? Ist denn das Kaffeebohnen? Kann man die einpflanzen oder ist das Saat? Nein, den Kaffee kann man wahrscheinlich nur kochen. Haferkörner, Kohlsamen und Karottensamen. Ein Platz zwischen Freiheiten. Also ich nehme jetzt mal die Kohlsamen mit. Andreas, ich werde noch nicht alles oder soll ich alles schon mehr probieren? Ja, wenigstens probieren. Komm, probieren können wir alles. Wahrscheinlich bin ich gleich wieder überladen, aber ist egal. Die Eier können wir auch mal hier lassen. Die können ja, brauchen ja hier nicht im Täschchen sein, ne? So. Bisschen beeilen müssen wir uns. Sonst ist der Tag schneller rum, wie wir gucken können. Also, ich würde gerne... Ob Hafer aufgehackt geht, weiß ich nicht. Geht Hafer überhaupt? Fragen wir es mal lieber so. So, benutzen. Und dann kann ich jetzt hier, da wo ich hinschmeißen will, würde das jetzt hier gerne einpflanzen. Mit E? Nein. Gehacktes mit Hafer habe ich auch noch nicht gegessen. Ich wirst du wahrscheinlich auch nie können. Auf den Boden schauen. Ich schaue auf den Boden, das ist doch das. Ah, okay. Ah, na guck mal. Ich hacke schief und das wird gerade. Naja, egal. Machen wir einmal 48 Stunden. So. Dann haben wir hier noch Karottensamen.
Es wird duster. So. Und dann haben wir hier noch Haferkörner. Haferkörner geht nicht. Warum nicht, weiß ich nicht. Mache ich jetzt auch nicht. Können wir hier gleich mal wieder rausnehmen. So. Und ich habe gelernt, dass man die jetzt noch gießen muss. Eimer habe ich mit. Hier. Zack. Herrgott. Ich sollte aufhören, auf der Escape-Taste rumzudrücken. So, F. Ach, das geht wieder auf gepflügten Boden. Darfst nicht auf den Boden schauen, sondern einfach nur starr geradeaus und frei Schnauze. Okay. So, jetzt machen wir aber erstmal das mit dem Hafer machen wir morgen. Ich weiß, dass man hier einfach... Ich habe doch gerade Wasser aus dem Brunnen geholt, oder nicht? Warte mal, F. Ach, E. Ach. Man sollte nicht Chat lesen und gleichzeitig für Landwirtschaft sorgen. Aber zumindest sind wir erstmal... Ich sehe mein Beet nicht mehr. Juhu. Glaubst du das? Find mein Beet nicht mehr. Alles weg. Da. So, jetzt müssen wir hier Pi mal Daumen kippen. Aber das kriegen wir schon hin. Ich hoffe, dass das ausgereicht hat. Ab schnell nach Hause. Habe ich auch gemacht, nur ist dennoch kein Hafer gewachsen. Nur das Saatgut war alle. Ja, das Saatgut, da haben wir ja tatsächlich noch nicht wirklich viel für bezahlt oder so. Von daher... ist das, glaube ich, nicht so schlimm. So. Da wir im Dunkeln eh nichts sehen, können wir auch schlafen gehen. Konsumiere. Warte, den Hafer wollen wir morgen ausprobieren, ne? So. Hier tun wir mal dit noch mit drin. Brauchen wir noch irgendwas nicht? Den brauchen wir immer mal, den brauchen wir immer mal. Der Rest bleibt quasi. So, gegessen. Oh, nicht wirklich ausreichend, ne? Ich glaube, wir hauen uns mal hier so ein... Haben wir kein gebratenes mehr? Doch, da. Konsumiere. Auch mal richtiges Bauernsteak rein. Und dann können wir hier eine Runde Bubu machen. Dann haben wir tatsächlich, jetzt ist April, wenn wir jetzt schlafen gehen, haben wir dann schon Mai. Bei Hafer hatte ich 6- bis 7-fachen Ertrag. Besser gepflügt könnte sogar 10-fach drin sein. Wenn man besser pflügt. Wie gesagt, ich habe das mache jetzt das erste Mal richtige Saatarbeit sozusagen. Und von daher bin ich schon ganz glücklich, wenn ich das überhaupt da reinkriege. Moinsen! Ich hole nur eure Kinder. Bösartig. Bösartig. Wie gesagt, wir haben Mai 48. Ein weiterer Monat ist vergangen. Und wir können ja das mit dem Hafer jetzt nochmal probieren. Ob das noch was hilft, weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir auch nochmal ein bisschen mehr hacken, dass wir ein bisschen von den Karotten wegkommen. 2. Ich weiß nicht, ob das reicht. Naja, deine Hacke macht da nichts mehr. Ja, ich weiß, ich weiß. Kannst du bitte mal hier weggehen? Ich arbeite hier hart, sonst bist du nachher Schweineschnitzel. Hey, diese Schweine, ne? Ich mach dir gleich dein Herzchen aus deinem Hintern. So. So, dann werde ich das jetzt, die habt gesagt, einfach hier hochgucken und einfach drüber streuen. Ist das richtig? So, benutze und einfach streuen.
Ob das jetzt was wird, kann jetzt nur, weiß nur der liebe Gott, oder? Ah, wir werden es erleben. Wir haben dreimal da drauf gehauen, vielleicht hilft's ja was. Und unsere Karotten sind in 36 Stunden fertig. Bodenzustand gepflügt, Fruchtbarkeit 100%. Hafer in 96 Stunden, das heißt, warte mal, das ist ja fast im Winter. 24, 48, das ist in 4 Tagen, also in 4 Monaten. Boah, wird ja, das wird September, okay. Das klingt interessant. Nicht das arme Flausche, ja, das hat sich da halt hingestellt, was soll ich jetzt machen? Wenn sich das da mehr hinstellt, kann ich ja nichts für. So. Das erste Mal werden wir jetzt mal hier. Und rette mich vor dem Bösen. Ja, ich habe übrigens, wer bei uns im Discord ist, der hat im Übrigen auch nochmal eine Sache gelesen, die er Andreas dort reingeschrieben hat. Bezüglich der was war Blasphemie, Gotteslästerung und so weiter und so fort. Gab es wohl irgendwo eine Diskussion. Ich habe es auch nur kurz verfolgt. So, die Sense können wir mal kurz hier lassen. Und die Hacke würde ich tatsächlich auch kurz hier lassen. Die Axt kommt wieder auf den ersten Platz. Und das Gewehr auf den dritten Platz. Das hatten wir dort. Das Brecheisen, das können wir auch wieder dorthin legen. Dann sind wir wieder übelst gut ausgestattet. Wie sieht's aus mit Hunger und Durst? Hunger können wir ja noch mal eine Scheibe Brot essen. Wir müssten auch uns noch mal ein Brot holen oder backen, je nachdem. So. Weil man kann sich wohl dann auch Brot noch schmieren. Und dann würde ich... Wie viel Energie habe ich? Ja, sieht gut aus. Dann nehmen wir das hier mal alles und... So, und düsen dann mal. Ach nee, geht ja gar nicht, ne? Kriegen wir gar nicht alles mit, ne? Ach, Menno. 2 lassen wir hier, ne? Bis auf 2. Nein, 2 lassen wir hier. Die Wiefe tun wir rüber. 3. Ah, noch 1. 1 bestätigen. So, jetzt können wir auch wieder Schnellreise machen. Wie spät haben wir es? Keine Ahnung. Bringen wir noch mal ein bisschen was auf den Markt. Bestätigen. So. Hallo, ich bin wieder da. Und ich habe viel, nein, nicht viel, aber einiges. Dann können wir demnächst dann auch mal an darüber nach. Jetzt habe ich 4. Warum sagt mir keiner, Andrina, wenn du in die Stadt gehst, nimm doch mal die Schnapsbuddel mit. So, 235 haben wir wieder. Das hat sich gelohnt. Weiß, ihr hättet alle mehr, aber... Warte mal, warte. Ach nein, jetzt habe ich die Sense nicht hier. Ich hätte nämlich auch hier um den Marktplatz herum alles absensen können und... dann das Haus. Das hier lang. Hätte ich alles absenzen können und dann hätte ich hier noch ein bisschen Geld verdienen können. Warte mal. Ist das Haus der Bunker oder ist das ein Haus? Frag für einen Freund. Das ist die Kirche, ne? Nee. Das ist nicht die Kirche. Da muss irgendwo da hinten... Ah, ich sehe was. Waren wir da oben schon? Da waren wir noch nicht, ne? Wir haben ja auch nichts Besseres zu tun, außer hier im Regen spazieren zu gehen. Brecheisen haben wir mit. Gucken wir mal. Handgranaten lassen wir drin. Oh, schön! Oh, schön! Wir nehmen alle Teekannen mit, wollte ich gerade sagen, Milchkannen. Ein Auspuff. Eine Landmine, natürlich brauchen wir. Und natürlich auch Schnaps. Brauchen wir auch.
Handgranaten lassen wir da drinnen. Ich habe gelesen, dass man mit der Handgranate tatsächlich auch fischen kann. Und da musste ich so an Forest denken. Oh, Schatztruhe. Oh, Schatztruhe. Ich glaube, ich bin dann ziemlich bald... Was ist das? Salz. Oh, schön. Einmachgläser. Jawohl. Und Zwiebelsamen. Zwiebeln haben wir auch noch nicht. Weiß jemand, wie lange Zwiebeln wachsen? Denk an Unkraut jäten nach 24 Stunden, sonst geht das Gemüse ein. Echt jetzt? Ach du himmlischer. Echt? Zwiebelsamen brauchen 48. Okay. Dann sollte ich jetzt mal nach Hause springen, oder? Ich muss Unkraut jäten? Wie macht man das? Mit der Sense oder was?